Hey Leute, was geht? Willkommen zur nächsten Folge Jurassic Battle. So, die Regeln. Es treten jeweils pro Folge zwei Dinosaurier gegeneinander an. Gewinnen tut der Dino, wer den anderen zuerst besiegt oder nach Ablauf eines 10-Minuten-Timers den meisten Schaden gemacht hat. Hier blende ich dann mal kurz den Verlauf ein der nächsten kommenden Folgen bis zum Finale. Die Preise. Der Gewinner bekommt eine 10-Euro-Card seiner Wahl, zum Beispiel PSN, Amazon, Google Play oder 50.000 Punkte. Der Zweite bekommt einen Monat VIP-Status auf Discord oder ebenfalls 25 Punkte. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg. Wie kann ich mitmachen? In jeder Folge wird ein VIP gezogen, Gold VIP 5-fache Gewinnchance, Silber 3-fache und Bronze eine. Solltest du kein VIP sein, schreibe in die Kommentare Hashtag Jurassic Battle und sei mit wenig Glück in der nächsten Folge dabei. So Leute, kommen wir zum dritten Kampf. Heute der Archocanthosaurus gegen den Scorpioventor. Genau, diese beiden Dinos treten heute an. In dem Fall, erster Dino wird ein VIP übernehmen. So, unser schönes Glücksrad. Und let's go. Auf geht's. Mal drehen. Wer wird es sein? Und wir haben Rick Amir Big Mac. Er wurde gezogen. Nice. GG. Und weiter geht's. Der Scorpioventor, in dem Fall ein Kommentar aus dem letzten Video, ne? Auch ihr, wenn ihr Bock habt mitzumachen in der nächsten Folge, ne? Schreibt unter dieser Folge Hashtag Jurassic Battle, ne? Und einen kleinen Kommentar dazu und ihr habt eine Chance dabei zu sein. So, den Scorpioventor wird übernehmen Mr. Luke BMG mit dem Kommentar GG, nices Video. Die pennt einfach mitten im Kampf, haha, ja. Ne? Wenn ihr es sehen wollt, schaut euch das letzte Video an. Ne? Da haben die einfach im Kampf gepennt. Einfach eingeschlafen. Mal sehen, wie es heute wird. Bin gespannt, ob sie heute auch pennen. Weil, dass die im Kampf pennen, ne? Das kann öfters vorkommen. Ne? Normalerweise, ne? Kurz davor, bevor sie sterben oder den letzten Kick machen, gehen sie nochmal auseinander. Na, mal schauen, wie es heute wird. So, wir holen mal beide raus. Zack. Und zack. Ach ja, und der 10-Minuten-Timer geht los, wenn beide draußen sind. Und, liebe Gäste, ne? Wir sind hocherfreut, einen Archocanthosaurus im Park willkommen. So, alle draußen, ja. Beide draußen, der rennt schon da. So, Timer an und let's go. Ja, irgendwie... Der Archocanthosaurus läuft ein bisschen schräg. Aber nein, die gehen aufeinander zu jetzt. Mal gucken. Oh, der ist ziemlich groß, ne? Der ist ziemlich groß heute. Und er schlägt auch zuerst zu. 62%. 71. Ja, er macht ein bisschen mehr Schaden hier, der Große. 42. Und 42. Oh, das kann... Ja, was denkt ihr, wer gewinnt? Na, jetzt war ja schon klar. Jetzt macht er hier einen Spaziergang. Scorpioventor. Aber nicht hinlegen, Kollege. Ne? In Panik. Ja, er hat Angst, er hat Angst. Mal gucken, ob er sich auch hinlegt und schläft. Wie die anderen beiden der letzten Folge. Scheint nicht so der Fall zu sein diesmal. Er hat Angst, ne? Okay, wenn man Panik hat, ja, würde ich ordentlich unbedingt schlafen wollen. Oh, der ist auch ein Stückchen größer, ne? Ja, minimal. Jetzt laufen sie beide nebeneinander und, ja, laufen erstmal. Ja, kann man machen.
kann man machen. So, wo wollt ihr beide hin? Wo wollt ihr beide hin? Na, ich denke mal, ja, okay. Da müssen wir wieder warten, ne? Bis die wieder loslegen hier. Der pennt sich. Okay. Ja, das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Das. Ja, okay. Okay, das war kurz. Ein kurzer, kurzes Nickerchen. Ja, kämpft macht ja auch müde, ne? Ist auch klar. Was ist mit dem jetzt los hier? Ich glaube, der wacht erst auf, wenn er bei 50% wieder ist. Na, okay. 7 Minuten 30 habt ihr ja noch. Okay, er steht auf. Bin gespannt. Vom Schaden her und von der Kraft her müsste der Arcocanthosaurus vorne liegen. Aber es hat nichts zu sagen, Leute, ne? Auch der Kleinere hier kann gewinnen. Er kann dafür öfters zuschlagen. Also schneller zuschlagen. Gucken wir mal. Na, lass uns mal überraschen, wie es ausgeht. Ich glaube, jetzt geht's weiter. Jawohl. Die stehen sich gegenüber. Und jetzt kommen wir zum Endkampf hier. 6 Minuten 40. Na, ich glaube, die ganzen 10 Minuten wird hier keinen Kampf brauchen. Oh, 19. 71 hat er noch, ne? 50. Na, der Große ist echt heftig, ne? Der Große ist echt heftig. Ja, wenn er zuschlägt. Ja, okay. Das war's wohl mit diesem Scorpio Ventor. Na, schade. Da hat er ihn geholt. Er war auch ein Stückchen größer, ne? Aber wie der Zufall wohl sein mag, ne? Auch die Dinos, ne? Werden gezogen, Leute. Ne? Im ersten Kampf hatten wir zwei gleich große fast, glaube ich. Im zweiten Kampf war es auch ein bisschen unterschiedlich wie im dritten Kampf. So, GG an Arcocanthosaurus. Du bist eine Runde weiter. Genau. Lass es dir schmecken, mein Freund.